Mich freut es sehr, heute durch diesen Spätnachmittag führen zu dürfen. Mein Name ist Dr. Wolfgang Fischer. Ich bin Prokurist und Leiter des Bereichs Projekt- und Clusteraktivitäten bei der E-Mobil BW, Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive. Und zusammen mit dem Kollegen Anatoly Kasnitschew durfte ich auch diese Studie mit begleiten, habe eine ganze Menge spannende Dinge dazugelernt von den Autoren und der Autorin. Insofern ja, freut es mich jetzt, dass wir heute hier zusammenkommen und die wesentlichen Punkte der Studie erstmal vorgestellt kriegen, dann vielleicht auch noch die Möglichkeit haben zu diskutieren. Insofern zunächst mal, wenn Sie Fragen haben, bitten wir Sie, können Sie den Chat durchaus benutzen, aber wie gesagt, erstmal die Präsentation, dann gerne den Chat benutzen oder sich auch einfach so zu Wort melden. Das machen wir aber dann tatsächlich im Anschluss an die Studie. Mich freut es tatsächlich, dass wir zwei der Autoren jetzt heute hier dabei haben. Aber zuvor, diese Studie Wirtschaftsfaktor Ladeinfrastrukturpotenziale für Wertschöpfung in Baden-Württemberg hat der Kollege gerade schon angesprochen, kam aus einer Diskussion heraus, die wir mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und damals noch Wohnungsbau, heute Tourismus, hatten im Kontext einer Diskussion um ein Strategiepapier Ladeinfrastruktur der Landesregierung Baden-Württemberg. Von daher, bevor wir direkt in die Studie gehen, freuen wir uns sehr, dass Herr Günther Lesner-Kraus, Abteilungsleiter im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus hier ist. Herr Lesner-Kraus, wir haben im Endeffekt diese Idee schon länger mal diskutiert gehabt. Ich erinnere mich noch an unser Telefonat, dass das eigentlich eine gute Idee wäre, wenn die E-Mobilen mal sowas in Auftrag geben würde. Insofern hat Ihr Haus die Studie auch permanent begleitet und wir freuen uns auf ein paar einleitende und begrüßende Worte von Ihrer Seite aus. Herr Lesner-Kraus, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Fischer. Also, Sie machen es einem ja jetzt wirklich auch leicht. Also, ich würde mir wünschen, dass viele andere unserer Partner unsere Anregungen auch immer so regelmäßig und sofort aufgreifen würden. Nee, Spaß beiseite. Also, ich finde es ganz toll und danke Ihnen auch für die Gelegenheit heute. Also, ich will gar nicht lang rumreden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wissen es ja alle. Also, die Zeitungen sind immer voll. Ich habe hier letzte Woche die Angst vor der leeren Batterie. Also, Thema Ladeinfrastruktur ist ja wirklich der Schlüsselfaktor zum Markthochlauf, zur Durchsetzung Elektromobilität. Ich habe mir nochmal von der Bundesnetzagentur die aktuellen Zahlen rausgesucht. Also, wir haben in Deutschland 40.257 normale Ladepunkte und 6.840 Schnellladesäulen. Das klingt jetzt ja eigentlich nach relativ viel. Aber die Berechnungen der Experten sagen wir halt, dass wir bis 2030 mindestens, und das ist absolute Mindestzahl, das Zehnfache an Ladesäulen brauchen. Also je nachdem, wie viele Elektrofahrzeuge unterwegs sind, schätzen die Experten auf 440.000 Ladesäulen. Und wenn besonders viele kommen, 843.000 Ladepunkte, die also binnen 8 Jahren erstellt werden müssen. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen Stuttgarter Zeitung oder Stuttgarter Nachrichten liest, der kann ja verfolgen, wie schwierig das für manche Städte ist, diese Ladesäulen da reinzubringen. In der praktischen Umsetzung hapert es da oft. Bestehen manchmal auch nicht die entsprechenden Pläne. Also man sieht es in der derzeitigen Diskussion in Stuttgart. Aber statt zu lamentieren über diese Situation und wie schwer alles ist, haben wir beschlossen, mit E-Mobil zusammen gerade den umgekehrten Weg zu gehen und zu untersuchen. Und das gefällt mir selber oder gefällt uns im Ministerium immer viel besser. Wo sind denn die Chancen für unsere Wirtschaft im Aufbau der Ladeinfrastruktur? Also wo sind die Marktpotenziale? Was bringt es kurz-, mittel- und langfristig auch für eine Exportnation wie Deutschland und Baden-Württemberg? Und deswegen kam man mit der Anregung auf Sie zu, Herr Fischer, und Sie haben es dann sofort umgesetzt, dass wir tatsächlich mal die Wertschöpfungspotenziale
Also natürlich für unsere regionalen Unternehmen untersuchen, was bedeutet das für Handwerk, was bedeutet das für den Maschinenbau, ich brauche ja auch viel Hardware in dem Bereich, was bedeutet das für IT-Unternehmen, ich brauche ja auch zunehmend intelligentere und vor allem abgesichertere Ladesäulen. Also ich selber möchte es mit meinem E-Fahrzeug nicht erleben, wie es jetzt hier in Stuttgart in der Busstation war, dass mein Auto vielleicht, also es war in Stuttgart jetzt nicht so, also da brannte es, aber ich will natürlich auch nicht, dass mein Auto da gehackt werden kann und Unfug damit angestellt werden kann. Also Chancen auch für IT-Unternehmen und natürlich vor allem für gut aufgestellte Energieversorger. Und da haben wir Sie einfach mal gebeten, gemeinsam mit P3 diese Marktpotenziale zu untersuchen. Ich kenne jetzt die Ergebnisse nicht. Ich kann mir es ein bisschen vorstellen, aber ich kenne die Ergebnisse nicht und freue mich von daher sehr auf Ihre Präsentation. Und damit ich es nicht vergesse, ich möchte Ihnen auch noch, und das hat sie mir ausdrücklich aufgetragen, die herzlichen Grüße der Wirtschaftsministerin, Frau Dr. Nicole Hofmeister-Graut, ausrichten, die natürlich genauso daran interessiert ist, wie können wir diese Chancen für unsere vor allem mittelständischen Unternehmen in Baden-Württemberg herausarbeiten und wie können wir unsere Unternehmen auch animieren, sich an diesem Geschäft der Zukunft zu beteiligen. So viel von meiner Seite aus, Herr Fischer. Ich gebe zurück an Sie. Dankeschön. Dankeschön, Herr Lessner-Kraus, für diese einführenden Worte. Insofern können wir jetzt eigentlich gleich direkt einsteigen. Wir haben diese Anregung damals aufgenommen, konnten dann ein sehr kompetentes Autorenteam der P3 hier in Stuttgart gewinnen, das für uns zusammenzustellen. Diese sehr spannende Studie, diese, wie gesagt, ich habe den Link in den Chatbereich, den Download-Link gemacht. Das gibt es auch, wie man sieht, hier druckfrisch als Print. Insofern, das zunächst mal hier hinten drin sieht man Autorenteam von P3, heißt Johanna Heckmann, Nico Wachsmann und Hermann Fischny. Zwei dieses Autorenteams sind heute hier und stellen jetzt gleich vor. Und nachdem wir jetzt mittlerweile 80 Teilnehmer erreicht haben, an der Stelle auch schon mal danke, denn aus dem Kontext des Beirats der E-Mobil BW und des Clusters ESW haben sich auch einige bereit erklärt, an Umfragen teilzunehmen, einige für Expertengespräche. Insofern an der Stelle auch schon mal vielen Dank, dass Sie uns dabei unterstützt haben. Und jetzt bin ich endgültig mit allen Vorreden fertig und übergebe an Nico Wachsmann und Hermann Fischny. Wir freuen uns auf euren Vortrag. Ich fand es sehr, sehr spannend, euch dazu begleiten bei Erstellung dieser Studie und freue mich jetzt auf eure Präsentation. Super, besten Dank, Wolfgang und Herr Lessner-Kraus, für die Einführung. Kann man mich hören? Super, Daumen gehen nach oben. Nico, An der Stelle auch vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, die Studie gemeinsam mit euch auszuarbeiten. Ich würde meinen Bildschirm präsentieren. Ich hoffe, Sie können alles sehen. Nochmal Daumen nach oben. Okay, nächster Daumen geht nach oben. Super, genau. Also wir würden in der nächsten Stunde gerne die Inhalte der Studie zum Thema Wirtschaftsfaktor Ladeinfrastruktur vorgehen. Wir sind Nico Wachsmann, das bin ich, bin seit circa 5 Jahren bei der P3 und verantworte hier alle Themen im Bereich Marktanalyse zur Ladeinfrastruktur. Mit Autor der Studie, genauso wie mein Kollege der Hermann Pischny, Partner aus dem Bereich Kostenmanagement und auch Ladeinfrastruktur. Und die Frau Johanna Heckmann ist derzeit im Urlaub, aber auch sie war bei der Ausarbeitung der Studie maßgeblich beteiligt. Was werde ich Ihnen in der nächsten Stunde erzählen? Also wir haben im Rahmen dieser Studie ein sehr komplexes Marktmodell aufgebaut, das ich Ihnen jetzt in der nächsten Stunde gerne beschreiben möchte. Vielleicht am Anfang noch ein paar grundsätzliche Themen. Und zwar ist die Studie im Zeitrahmen vom Oktober 2020 bis zum Januar 2021
entstanden und basiert auch noch auf den damals bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen. Also in der einen oder anderen Stelle hat sich da inzwischen auch schon was getan, wo ich im Laufe der Präsentation auch immer dann drauf eingehen werde. Natürlich ist so eine Prognose der Ladeinfrastruktur und auch der Wertschöpfungs- und Beschäftigungspotenzialen in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2030 mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Aus diesem Grund haben wir in der Studie dann auch zum Teil mit Annahmen gearbeitet und auch mit unterschiedlichen Szenarien, also in konservativen, Trend- und progressiven Szenarien. Und die Annahmen haben wir uns natürlich nicht alle komplett selber überlegt, sondern auch hier haben wir an der Stelle 10 Experteninterviews mit großen und führenden Unternehmen aus Baden-Württemberg im Bereich der Ladeinfrastruktur geführt und auch wichtige Erkenntnisse aus einer Umfrage, die wir im Cluster Elektromobilität Südwest verteilt haben, sind maßgeblich in die Studie mit eingeflossen. An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Interviewteilnehmer und an alle Unternehmen, die die Umfrage ausgefüllt hatten. Die Studie ist in 5 Kapitel gegliedert, die ich jetzt auch heute gerne so durchgehen würde. Und zwar fangen wir an, grundsätzlich uns das Thema Elektromobilität und der Markthochlauf von Elektrofahrzeugen und Ladeinfrastruktur anzuschauen. Und wir werden auch noch auf die unterschiedlichen Ladeanwendungsfälle eingehen. Der nächste Agendapunkt wäre, dass ich Ihnen die Marktstrukturen im Ökosystem fürs öffentliche und private Laden von Elektrofahrzeugen vorstelle. Im Anschluss gehen wir auf das Wertschöpfungspotenzial und die Wertschöpfungskette der Ladeinfrastruktur und werden dann abschließend noch die Beschäftigungseffekte für den Markt Baden-Württemberg zeigen und die Präsentation heute mit einer Zusammenfassung und einem Fazit beenden. Genau, an der Stelle würde ich auch schon direkt in Inhalte reinspringen. Und zwar grundsätzlich fangen wir an mit dem Thema Markthochlauf von Elektrofahrzeugen bis zum Zieljahr 2030. Und zwar sehen wir hier insgesamt weltweit bis zum Jahr 2030 einen Bestand von 160 Millionen Elektrofahrzeugen, die sich dann zu ungefähr zwei Drittel zu einem Drittel für oder zwischen BEV, also reinen Elektrofahrzeugen, und PHEV, also Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen, aufteilen. Grundsätzlich kann man natürlich diesen weltweiten Bestand von Ladeinfrastruktur in unterschiedliche Fokusregionen aufteilen. Hier auf der Folie sind es jetzt dargestellt die Märkte China, Europa und Vereinigte Staaten von Amerika sowie den Rest der Welt. Wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, dass der Markthochlauf auf Basis der regionalen Flottengesetzgebungen berechnet wurde. Und genau, wir sehen, dass China eben das ambitionierteste Programm für Elektrofahrzeuge hat, was im Endeffekt bis zum Jahr 2030 zu einer Zulassungsquote von 41% bzw. 80 Millionen Elektrofahrzeugen führt. Und im Anschluss dahinter ist Europa schon weltweit der zweitstärkste Markt, was den Bestand von Elektrofahrzeugen angeht. Laut derzeitiger Flottengesetzgebung, die schreibt bis zum Jahr 2030 eine Emissionsreduktion von 37,5% im Vergleich zum Basisjahr 2020 vor, würden wir in ganz Europa bei ungefähr 42,5 Millionen Elektrofahrzeugen landen. Auch hier wieder aufgeteilt zu ungefähr zwei Dritteln gegenüber ein Drittel für reine Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride. Aber das ist quasi der Stand oder die jetzigen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Auf politischer Ebene werden natürlich verschärftere Ziele andiskutiert, die ich jetzt gleich auf der folgenden Folie auch noch vorstellen würde. Hinter Europa, nur zur Vervollständigung, befinden sich noch die Märkte Vereinigte Staaten, wo wir Stand heute von circa 21 Millionen Elektrofahrzeugen im Bestand ausgehen. Auch hier wieder, das ist basierend auf der Flottengesetzgebung, die unter der Trump'schen Administration vorgegeben wurde. Und eine ähnliche Größenordnung sehen wir im Rest der Welt. Ich glaube, jetzt gab es gerade eben schon eine erste
Zwischenfrage. Ich glaube, ich würde an der Stelle vorschlagen, falls es fundamentale inhaltliche Fragestellungen gibt, die zum Verstehen der Studie beitragen, gerne stellen. Ansonsten haben wir nachher noch einen Slot von 15 bis 30 Minuten, wo wir gerne auch noch mal in die Diskussion. Genau. Wie sieht jetzt oder wie entwickelt sich der Markt für Elektrofahrzeuge explizit in Europa? Hier war es so, dass wir zum Basisjahr 2020, also zur Erstellung der Studie, ca. 2,7 Millionen Elektrofahrzeuge auf europäischen Straßen hatten. Davon kam ungefähr allein die Hälfte im Jahr 2020 hinzu. Warum dieser sehr starke Anstieg? Das ist aus dem Grund, da im Jahr 2020 erstmalig deutlich strengere Flottengrenzwerte in europäischen oder quasi für Europa für die OEMs hier gelten. Wir haben hier ein Marktmodell entwickelt, anhand von dessen wir simulieren können, wie viele Elektrofahrzeuge die OEM in Europa in den Markt bringen müssen. Und das Resultat sehen Sie quasi hier im Markthochlauf von Elektrofahrzeugen. Bis zum Jahr 2030 gehen wir dementsprechend wie angekündigt von einem Bestand von 42,5 Millionen Fahrzeugen aus, was quasi die derzeitigen Flottengesetzgebungen widerspiegeln, die eine Flottenreduktion in Höhe von 37,5% gegenüber dem Basisjahr von 2020 erfordern. Das bedeutet also anhand von dieser Flottengesetzgebung, dass wir im Jahr 2030 bei einer Zulassungsquote von ungefähr 35% an allen Fahrzeugneuzulassungen sind. Es wird aber derzeit insbesondere auf EU-Ebene eine deutliche Verschärfung der Flottenemissionsziele geplant. Also hier waren ursprünglich mal 50% bis 2030 im Gespräch. Inzwischen wurden die Ziele auch noch mal korrigiert auf 60%. Und sollten diese Ziele dann tatsächlich auch gesetzlich festgeschrieben werden, würde das wiederum auf der anderen Seite zu einer Neuzulassungsquote bis zum Jahr 2030 von über 55% führen, was sich dann allein im Jahr 2030 ungefähr auf 10 Millionen elektrische Neuzulassungen zurückführen lässt. Und auch wenn dieses Szenario sich durchsetzen sollte, würden wir dann im Jahr 2030 nicht mehr über einen Bestand von 42,5 Millionen Elektrofahrzeuge reden, sondern schon über einen Bestand in der Größenordnung von 60 bis 70 Millionen Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus gibt es noch einzelne OEM, die noch ambitioniertere Ziele angekündigt haben. Beispiele hierfür sind VW oder jetzt auch neulich Mercedes-Benz, die dann bis zum Jahr 2030 bzw. 2035 schon 100% Elektrifizierungsquote erreicht haben möchten. Jetzt kommen wir natürlich zur Frage, wie werden die ganzen Elektrofahrzeuge dann auch geladen? Und an der Stelle kann man unterscheiden in unterschiedliche Use Cases oder Anwendungsfälle zum Laden von Elektrofahrzeugen. Hier kann man grundsätzlich die Unterscheidung in privates Laden und auch in öffentliches Laden vornehmen. Das private Laden setzt sich hier maßgeblich aus dem Bereich Heimladen, also privates Laden zu Hause in Ein- oder Mehrfamilienhäusern durch und auch das Thema Flottenladen, also Laden beispielsweise beim Arbeitgeber, am Arbeitsplatz oder auch Gäste, die hier hinzuzählen. Den Bereich öffentliches Laden kann man dann eben auch nochmal unterteilen in den Bereich halböffentliches Laden. Halböffentliches Laden ist meistens Laden am Zielort, also beispielsweise oder auf Supermarktparkplätzen, in Restaurants oder in Freizeiteinrichtungen. Und den Bereich öffentliches Laden wiederum kann man unterteilen in AC und DC bzw. Autobahnladen. AC-Laden ist Laden mit Wechselstrom, also grundsätzlich langsameres Laden mit bis zu 22 kW. Öffentliches DC- und Autobahnladen verteilt sich dann auf Ladeleistungen von derzeit 50 bis hin zu 350 kW. Jetzt ist ja auch das Thema, dass derzeit hauptsächlich das
der Bereich öffentliches Laden diskutiert wird. Herr Lesner-Kraus, Sie hatten es auch in der Einleitung schon erwähnt, dass wir in Deutschland ungefähr 800.000 öffentliche Ladepunkte benötigen. Was dabei halt immer leicht unter den Tisch fällt, ist, dass ja allen voran im privaten Bereich, also im Bereich Heimladen und auch im Bereich Flottenladen, nochmal ein deutlich größerer Bedarf an Ladeinfrastruktur steht. Da wir Stand jetzt davon ausgehen können, dass der Großteil der Ladevorgänge eben im privaten Bereich stattfindet, sprich zu Hause bei Privatpersonen oder bei Arbeitgebern und das natürlich auch berücksichtigt werden muss. Hier haben wir jetzt nochmal eine Übersicht mitgebracht, dass die Dauer von Ladevorgängen nach Ladeleistung sowie nach dem Lade-Use Case, nach dem Anwendungsfall unterscheidet. Und auch hier sehen wir eben sehr schön, dass natürlich grundsätzlich erstmal das Laden von Elektrofahrzeugen von zwei Faktoren abhängt. Auf der einen Seite ist es die Ladeleistung an sich. Auf der anderen Seite ist es die Batteriekapazität von dem jeweiligen Fahrzeug. Hier gibt es natürlich auch eine ganz große Spanne, also von kleinen Stadt-Elektrofahrzeugen mit ungefähr 30 bis 40 Kilowattstunden Batteriekapazität bis hin zu Premium-Langstreckenfahrzeugen mit bis zu 100 Kilowattstunden Kapazität. Kann man eben sehr schön sehen, wie lange die Fahrzeuge eben bei der entsprechenden Ladeleistung brauchen, um wieder komplett vollgeladen zu werden. Also ein einfaches Beispiel, eine Ladeleistung von 2,3 kW, was ungefähr mit dem Laden an der normalen Haushaltssteckdose gleichkommt, würde eben dieses städtische Elektrofahrzeug mit 40 Kilowattstunden Batteriekapazität circa 14 Stunden brauchen, um wieder komplett vollgeladen zu werden. Und das Langstreckenfahrzeug mit der entsprechend deutlich größeren Batterie würde in diesem Fall bis zu 35 Stunden brauchen, um wieder vollgeladen zu sein. Wenn man jetzt aber natürlich die Ladeleistung erhöht, indem man beispielsweise Laden oder eine Wallbox verwendet mit zum Beispiel 11 kW Ladeleistung, also was hier in der dritten Balkenreihe von oben angedeutet ist, reduziert sich diese Ladedauer natürlich erheblich, und zwar nämlich auf circa 3 Stunden im Sinne vom städtischen Fahrzeug oder auf 8 Stunden im Sinne vom Langstreckenfahrzeug. Also bereits bei einer Ladeleistung von 11 kW können Fahrzeuge entweder über Nacht oder beispielsweise tagsüber beim Arbeitgeber komplett wieder vollgeladen werden. Wenn wir jetzt in den Bereich DC Laden schauen, dann reduzieren sich natürlich die Ladedauern nochmal deutlicher. Wir haben jetzt hier beispielsweise die Ladeleistungen von 50, 150 und 350 kW mal mitgebracht, und man kann halt eben sehr schön sehen, dass beispielsweise das Langstrecken-BEV mit 100 Kilowattstunden Batteriekapazität so circa in 20 Minuten wieder komplett vollgeladen sein wird. An der Stelle muss man natürlich immer noch darauf hinweisen, dass eben die tatsächlich abrufbare Ladeleistung nicht nur von der Ladeinfrastruktur abhängt, sondern auch vom Fahrzeug. Dementsprechend kann nicht jedes Fahrzeug natürlich die volle Ladeleistung oder mit der vollen Ladeleistung laden, die auch von der Ladestation zur Verfügung gestellt wird. Wenn wir jetzt die Brücke schlagen zu den Anwendungsfällen, sehen wir eben ganz schön, dass allen voran im Bereich Heimladen hauptsächlich geringere Ladeleistungen von Relevanz sind, also von Laden an der Schuko-Steckdose bis hin zu 11 kW, was ja dann auch in der KfW-Förderung als Anforderung mit drin steht, reden wir hier von sehr geringen Ladeleistungen. Im Bereich Flottenladen gibt es natürlich auch die Möglichkeit, einphasig zu laden, aber auch hier gibt es natürlich einen Trend hin zu Ladeinfrastruktur, beispielsweise mit 11 kW Ladeleistung, und es gibt auch schon zum Teil DC-Ladeinfrastruktur, die dann bei Flotten eingesetzt wird. Das Thema halböffentliches Laden hat eine ganz breite ist breit gefächert. Hier geht es ungefähr von 11 kW bis hin zu 350 kW. Und natürlich AC-Laden im öffentlichen Bereich beschränkt sich auf 11 bis 22 kW. DC-Laden an der Stelle bis 50
von 50 bis 350 kW. Genau, so viel vielleicht zu den Grundlagen. Als nächstes würde ich gerne auf den Hochlauf der Ladeinfrastruktur in Europa bis 2030 eingehen. Und hier zeigt sich eben das Bild, was ich auch gerade eben schon angesprochen hatte. Also allen voran in der Öffentlichkeit wird ja gerade immer moniert, dass es zu wenig Ladeinfrastruktur gibt, dass der Ausbau von Ladeinfrastruktur nicht schnell genug vorangeht. Aber was dabei halt selten erwähnt wird, ist, dass der Großteil aller verfügbaren Ladeinfrastruktur sich eben im Bereich Heimladen bzw. im Bereich Flottenladen oder Anwendung findet. Wir gehen im Marktmodell, das wir für diese Studie entwickelt haben, davon aus, dass bis zum Jahr 2030 so ganz grob 80% der verfügbaren Ladeinfrastruktur, also insgesamt gehen wir von einer Anzahl in Europa von 27 Millionen Ladestationen aus. Und hiervon rechnen wir, dass ungefähr der Bedarf oder ein Bedarf von 80% im Heimladeanwendungsfall und ein Bedarf von 16% im Anwendungsfall des Flottenladens Anwendung findet. Also quasi fast 95% aller verfügbaren Ladepunkte sind eben den Anwendungsfällen Heim- und Flottenladen zuzuschreiben. Halböffentliches Laden, öffentliches AC und öffentliches DC oder Autobahnladen ist in absoluten Zahlen natürlich sehr gering. Also wir gehen ungefähr von einem Marktanteil von ein bisschen über 5% aus, was die absoluten Zahlen angeht. Aber auf der anderen Seite, wenn man hier auf die Grafik rechts unten schaut, also wir berechnen in dem Marktmodell auch die Verteilung der nachgeladenen Strommenge je Anwendungsfall, sieht man halt eben sehr schön, dass sich hier ein differenzierteres Bild ergibt. Also wobei 80% aller Ladeinfrastruktur im Heimladebereich angesiedelt sind, wird dort aber insgesamt nur 50% der insgesamt nachgeladenen Strommenge bis zum Jahr 2030 nachgeladen. Und genau andersrum sieht es dann halt im Bereich öffentliches DC und Autobahnladen aus. Also lediglich 0,4% der Bestandsladeinfrastruktur im Jahr 2030 sind diesem Anwendungsfall zuzuordnen, also in absoluten Zahlen. Auf der anderen Seite kalkulieren wir aber damit, dass circa 10% der insgesamt nachgeladenen Strommenge in diesem Jahr eben über DC-Ladestationen oder Ladestationen, die an Autobahnen installiert sind, nachgeladen werden. Wie kommen wir im Endeffekt zu diesen Quoten? Also ich habe Ihnen ja anfangs den Hochlauf der der Elektrofahrzeuge, Entschuldigung, gezeigt. Und wir haben eben für jeden Anwendungsfall jetzt nochmal spezifische Quoten zum Verhältnis Elektrofahrzeug zu Ladeinfrastruktur herangezogen. Hier gibt es auch zahlreiche Veröffentlichungen, die diese Quoten beschreiben, also beispielsweise im öffentlichen Bereich oder im öffentlichen AC-Bereich wird derzeit von einer Quote von 1 zu 10 ausgegangen, sprich auf 10 Elektrofahrzeuge kommt ein Ladepunkt. Für DC- und HPC-Laden wird eine Quote von 1 zu 100 angenommen, also auf 100 Elektrofahrzeuge kommt ein Ladepunkt. Und anhand von diesen Quoten wurde eben der Bedarf an Ladeinfrastruktur in den unterschiedlichen Anwendungsfällen für den europäischen Markt berechnet. Nico, was? Als nächstes. Ich würde noch gerne was ergänzen zum Verständnis auf der Seite. Also was von dem Tief, das da laden, wo sie halt länger parken, das ermöglicht, wie gesagt, halt AC. Ladelösungen sind halt doch auch von den Kosten her sehr viel günstiger umzusetzen, als es eben DC-Lösungen sind, weil ich bei DC-Ladelösungen eben halt Power-Module brauche. Ich brauche sehr hohe Netzanschlussleistungen, also Netzertüchtigung auch dazu. Und deswegen, wie gesagt, sind diese Verhältnisse hier so, wie wir sie sehen. Also das heißt,
Es ist, wie gesagt, ganz wichtig, eben dafür zu sorgen, dass eben die Leute, wie gesagt, zu Hause die Möglichkeit haben zu laden. Das heißt, wir müssen hier auch darauf gucken, dass vor allen Dingen eben auch in Wohnquartieren zum Beispiel diese Lösungen geschaffen werden. Und zum Zweiten spielt hier eben der Arbeitgeber eine sehr zentrale Rolle, der eben hier seinen Mitarbeitern das Laden ermöglichen sollte. Und das ist auch gar nicht unattraktiv, ja, aus Arbeitgebersicht das zu tun. Also gerade wenn die Spritpreise weiter steigen, ja, ist das durchaus auch ein entsprechender positiver Business Case für Unternehmen, hier eben zum Beispiel Dienstwegen oder den Dienstwegen zum Beispiel das Laden in der Firma zu ermöglichen. Gut, Nico, ich denke, da können wir weitergehen. Danke dir, Hermann. Gut, als nächstes, also wir hatten jetzt das Thema Markthochlauf von Elektrofahrzeugen, Anwendungsfälle und auch den Markthochlauf der benötigten Ladeinfrastruktur. Als nächsten Punkt würde ich dann sehr gerne auf die Akteure und Rollen im Ökosystem für öffentliches Laden eingehen. Wir haben ja auf der linken Seite ein Systemschaubild, wo sich die relevanten Akteure, die wir auch in der Studie betrachten, befinden. Und ich fange einfach mal auf der linken Seite an und werde zu jedem Akteur zwei, drei Sätze sagen, um quasi die Rolle zu erklären und auch im Kontext einzuordnen. Also die Energieversorger und Netzbetreiber, ich glaube, das ist relativ klar, sind halt eben dazu da, den Anschluss für die Ladeinfrastruktur ans Stromnetz sicherzustellen, beziehungsweise die Ladestation dann auch tatsächlich mit Energie beziehungsweise mit Strom zu versorgen. Und der nächste Player ist dann der sogenannte CPO, der Charge Point Operator. Und das ist der Betreiber der Ladeinfrastruktur. Aufgabe vom Betreiber ist es auf der einen Seite, die Ladestation zu errichten, den technischen Betrieb zu gewährleisten und beispielsweise auch die Ladestation zu melden im Register der Bundesnetzagentur. Und der Betreiber der Ladeinfrastruktur stellt dann entsprechend auch die Funktionalität bzw. die Verfügbarkeit der Ladestation sicher. Die Ladestation, also quasi neben dem Betreiber, gibt es auch noch die Rolle vom CPO Backend. Das CPO Backend ist sozusagen die IT-Infrastruktur, die den Betrieb der Ladestation im Endeffekt sicherstellt, also eine Plattform, durch die die Ladeinfrastruktur gesteuert und auch beispielsweise überwacht werden kann. Man muss sich, um an einer Ladestation zu laden, mit einem entsprechenden Authentifizierungsmedium authentifizieren bzw. die Ladestation freischalten. Diese Rolle wird vom sogenannten MSP abgedeckt, der Mobility Service Provider. Und der stellt eben genau dieses Authentifizierungsmedium zur Verfügung. Der Kunde hat dann im Normalfall einen Vertrag mit diesem MSP, wo er eben die angebundenen Ladestationen zu den bestimmten Konditionen aus dem Vertragsverhältnis laden kann. Die MSPs bekommen ihre Daten bzw. die Ladepunkte von dem sogenannten MSP Backend oder Data Provider. Und auch hier ist es ganz wichtig, dass quasi die Akteure über eine sogenannte Roaming-Plattform verbunden sind. Also beispielsweise ist ja der Betrieb von Ladeinfrastruktur insbesondere in Deutschland ein sehr regionales Geschäft, also sehr viele Stadtwerke oder Stromversorger treten hier als CPO auf. Wenn jetzt aber ein Kunde aus Hamburg oder aus dem Ausland kommt und halt eben seine Ladekarte und sein MSP von dort mitbringt, läuft halt eben die Kommunikation über die Roaming-Plattform ab. Sprich, da ist der Lade- oder der Betreiber der Ladeinfrastruktur angebunden. Auf der anderen Seite hängt da auch der MSP dran. Und die Roaming-Plattform stellt dann eben, oder über die Roaming-Plattform wird sichergestellt, dass viele Kunden mit unterschiedlichen MSPs viele Betreibernetzwerke nutzen können.
Ich glaube, die Rolle von einem Automobilhersteller ist soweit klar. Also ich meine, der stellt natürlich das Fahrzeug her und schafft die benötigten physikalischen Schnittstellen. Und dann haben wir hier unten im Schaubild noch drei weitere Spieler. Auf der einen Seite ist es der Hardwarehersteller, also das Unternehmen, das dann im Endeffekt die Ladestation designt und für die finale Endmontage zuständig ist. Wir haben die Installationsdienstleister, also hier meistens regionale oder überregionale Handwerksunternehmen, die Ladestationen dann auch tatsächlich installieren. Und wir haben noch die Rolle des Standorteigentümers, also der Spieler, der quasi den Standort zur Verfügung stellt, wo die Ladeinfrastruktur installiert wird. Auf Basis von diesen Akteuren und Rollen im Ökosystem für öffentliches Laden leitet sich dann die sogenannte Wertschöpfungskette ab. Also auch hier gibt es größere Synergien zwischen den jeweiligen Wertschöpfungsstufen und den Rollen und den Akteuren, die ich eben erklärt habe. Und worauf ich jetzt auf dieser Folie gerne etwas detaillierter eingehen würde, sind auf der einen Seite die Werttreiber in der jeweiligen Wertschöpfungsstufe und auch das Umsatz. Potenzial, sowie die Beschreibung, also eine ganz grobe Beschreibung vom Geschäftsmodell hinter der jeweiligen Wertschöpfungsstufe. Genau, wie wird hier Umsatz generiert? Im Bereich Standortbereitstellung, also hier ist der relevante Akteur der Standorteigentümer, wird hauptsächlich oder maßgeblich Umsatz generiert, entweder über die Vermietung der eigenen Fläche an den Betreiber von Ladeinfrastruktur, oder indem halt wirklich selber Ladeinfrastruktur den Endkunden angeboten wird. Und dementsprechend ist hier der Werttreiber der Standort an sich und auch das Umsatzpotenzial ist wiederkehrend. Im Bereich Hardware und Installation sowie Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur sind die Umsatzpotenziale in dem Sinne einmalig, also die Ladehardware wird entsprechend einmal verkauft, sei es an die Privatperson oder an den jeweiligen CPO. Und dementsprechend wird hier im Verkaufsprozess einmalig Umsatz generiert. Natürlich gibt es das Thema Wartung, was dann noch dazu kommt, aber das ist an der Stelle in einem anderen Wertschöpfungspool inbegriffen. Genau, auch die Installation und die Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur generiert an der Stelle einmaliges Umsatzpotenzial. Hier ist noch zu unterscheiden zwischen Dienstleister, die beispielsweise Installations- oder Tiefbauarbeiten anbieten, oder halt eben der Netzbetreiber, der maßgeblich dafür Anschluss ist, dass die Ladeinfrastruktur auch an das Energieversorgungsnetz angebunden werden kann. Was hier vielleicht auch noch hervorzuheben ist, ist, dass insbesondere diese Wertschöpfungsstufe ein sehr hohes lokales Wertschöpfungspotenzial mit sich bringt. Also allen voran die Ladeinfrastruktur, die im Bereich Heimladen oder auch im Bereich Flottenladen installiert wird, wird halt hauptsächlich durch die lokalen oder regionalen Handwerksunternehmen installiert und dementsprechend ist diese Wertschöpfungsstufe ist sozusagen gegen externen Wettbewerb aus Deutschland oder auch aus Europa relativ gut abgesichert. Als nächster Wertschöpfungspool kommt der Betrieb der Ladeinfrastruktur. Hier haben wir auch beispielsweise die Themen Wartung oder auch die Anbindung ans Internet mit reingenommen. Auch hier gibt es quasi wiederkehrende Umsatzpotenziale, genauso wie im Bereich IT-Backend. Also was ich eben schon erwähnt hatte, die Plattform, die Funktionalität und Überwachung des Monitoring der Ladeinfrastruktur sicherstellt. Einer der größten Wertschöpfungsstufen ist der Stromverkauf. Wir haben hier auch noch die Netzanbindung mit dazu genommen, also Stromverkauf sowohl im privaten Bereich, bei Privatpersonen als auch bei Flotten, als auch im öffentlichen
Bereich für Betreiber für Ladeinfrastruktur. Also jede Kilowattstunde Strom, die im Endeffekt verkauft wird, fließt in diese Wertschöpfungsstufe mit ein. Und dann haben wir noch zwei IT-basierte Wertschöpfungsstufen. Einmal das Thema Roaming, also die Plattformen, die die Betreiber und die Mobilitätsdienstleister verknüpfen. Und wir haben das Thema MSP-Dienstleistungen an sich, also Dienstleistungen für die Authentifizierung, Abrechnung oder auch beispielsweise für die Rechnungsstellung für Ladevorgänge. Auch wichtig hier zu erwähnen, sowohl der Stromverkauf als auch Roaming und MSP-Dienstleistungen sind an der Stelle wiederkehrende Umsatzpotenziale. Sprich, von der kompletten Wertschöpfungskette ist lediglich das Thema Hardware und Installation und Betriebnahme das einmalige Umsatzpotenziale ausweist und alle anderen Anwendungsfälle bringen wiederkehrende Umsatzpotenziale mit und auch der Großteil der Anwendungsfälle ist sowohl relevant für den öffentlichen als auch für den privaten Anwendungsfall. Anhand von dieser Wertschöpfungskette haben wir nun für den gesamten Lademarkt in Europa das Umsatzpotenzial berechnet, also berechnet, wie viel Euro im Endeffekt hinter jeder einzelnen Wertschöpfungsstufe steckt. Und um Ihnen hier einen besseren Einblick zu geben, wie wir das genau gemacht haben, haben wir jetzt nochmal zwei Anwendungsfälle mit dabei, die hier in die Kalkulation mit einfließen. Also auf der einen Seite haben wir im privaten Bereich eine AC-Wallbox im Anwendungsfall Heimladen mit einer Lebensdauer von 8 Jahren. Und zur Berechnung der Umsatzpotenziale haben wir immer die Total Cost of Ownership herangezogen, also alle Kosten, die im Laufe vom kompletten Lebenszyklus des Produkts auf den Halter zukommen. Wir sehen, für das Jahr 2020 war die Baseline oder waren die gesamten Total Cost of Ownership in der Kalkulation ungefähr 2.300 Euro. Die haben sich aus drei Wertschöpfungsstufen zusammengesetzt, also einmal den Hardwareverkauf an sich, der in diesem Sinne mit einem durchschnittlichen Wert von 950 Euro in das Kalkulationstool mit eingeflossen ist. Dann hatten wir die Wertschöpfungsstufe Planung und Installation der Ladeinfrastruktur, was weitere 900 Euro sind. Plus als laufende Kosten hatten wir noch Kosten für eine IT-Backend-Anbindung mit aufgenommen. Also zum Beispiel, wenn es um das Thema Abrechnung für Dienstwagenfahrer geht, wo wir über die komplette Lebensdauer, also über 8 Jahre, insgesamt auf einen Betrag von 480 Euro kommen. Diese Total Cost of Ownership wurden jetzt eben im Simulationsmodell auf die jeweiligen Wertschöpfungsstufen runtergebrochen und in Summe dann quasi wieder für den kompletten europäischen Markt aufsummiert. Auf der anderen Seite hatten wir jetzt noch ein Beispiel mitgebracht von den Total Cost of Ownership als Beispiel oder aus Betrachtungssicht von einem Betreiber von Ladeinfrastruktur, in dem Fall von einer HPC-Ladestation mit insgesamt 350 Kilowatt Ladeleistung. Und hier sind die TCO natürlich entsprechend höher. Also wir haben deutlich höhere Hardwarekosten aufgrund von einem deutlich komplexeren Produkt. Wir haben auch natürlich das Thema Planung, Installation und Betriebnahme, was im Vergleich zum Heimladefall natürlich einen deutlich höheren Kostenblock einnimmt. Und allen voran der Bereich Netzanbindung, der im privaten Bereich noch nicht wirklich Anwendung findet, ist hier bei der Installation von öffentlichen Ladeparks, insbesondere wenn dann auch ein Anschluss an die Mittelspannung benötigt wird, dann natürlich auch nochmal ein sehr hoher Kostenblock, der hier an der Stelle mit reinfließt. Das Thema Betrieb, also Wartung und Reparatur der Ladeinfrastruktur ist auch entsprechend hoch. Also über eine Lebensdauer von 10 Jahren kommt da auch ein ganz guter Betrag zusammen.
Und was natürlich auch ein sehr, sehr hoher Kostenblock in dieser Berechnung ist, ist auf der einen Seite der Stromeinkauf, in dem Fall ohne Netznutzung, der natürlich ja, je nachdem, wie stark die Ladestation ausgelastet ist, variieren kann. Und das Thema Netznutzung, also die Kosten, die der Betreiber über den Strompreis bezahlen muss, um quasi den Netzanschluss an den Netzbetreiber zu bezahlen. Also anhand von den beiden Beispielen wollte ich jetzt einfach mal darstellen, wie die Berechnung grundlegend aufgebaut ist, wie wir das Umsatzpotenzial je Wertschöpfungsschritt an der Stelle berechnet haben. Und das Ergebnis davon sehen Sie auf dieser Folie. Also wir haben jetzt hier wieder die jeweiligen Wertschöpfungsstufen, die ich eben schon vorgestellt hatte. Und wir sehen natürlich, dass die Umsatzpotenziale von 2020 bis 2030 deutlich höher werden, aufgrund von mehr Elektrofahrzeugen, aufgrund von mehr Ladeinfrastruktur im Markt. Und wir sehen auch zwischen den Wertschöpfungsstufen sehr interessante Unterschiede. Beispielsweise Stand heute oder ja, Status quo der Studie im Jahr 2020 betrug in Europa das Umsatzpotenzial allein für die Hardware 1,6 Milliarden Euro und allein für die Installation und Inbetriebnahme 1,4 Milliarden Euro. Das hat diese beiden Wertschöpfungsstufen zu dem Zeitpunkt zu den Wertschöpfungsstufen mit den oder mit Abstand am höchsten Marktanteil ausgemacht. Bis zum Jahr 2030 wird sich das entsprechend verändern. Sie sehen es hier im gelben Wertschöpfungspool, insbesondere der Stromverkauf wird deutlich wird deutlich wichtiger werden, was natürlich daran liegt, dass es immer mehr Elektrofahrzeuge im Markt gegeben werden. Die werden natürlich nachgeladen und dementsprechend vergrößert sich dieser Wertschöpfungspool auch ganz automatisch. Wenn man es jetzt wieder in absoluten Zahlen betrachtet, laut unserem Simulationsmodell berechnen wir für das Jahr 2030 ein Umsatzpotenzial über alle Wertschöpfungs Stufen in Höhe von circa 38 Milliarden Euro. Und ein bisschen mehr als die Hälfte davon geht allein schon an den oder ist allein schon auf den Stromverkauf zurückzuführen. Das heißt, über 50% der kompletten Wertschöpfung im Jahr 2030 steckt allein im Stromverkauf. Natürlich wird auch dann die einmaligen Wertschöpfungsstufen, wie beispielsweise die Ladehardware oder auch die Installation und Inbetriebnahme, weiterhin Wertschöpfungsstufen mit einem sehr, sehr hohen Umsatzpotenzial ausmachen. Also die beiden vereinen ungefähr zwei Drittel des kompletten Umsatzpotenzials, wenn man den Stromverkauf abzieht. Und die restlichen Wertschöpfungsstufen sind dementsprechend verhältnismäßig kleiner. Also allen voran die Wertschöpfungsstufen IT-Backend, Roaming oder auch das Thema MSP-Dienstleistungen sind im Vergleich zu den anderen hardware-nahen Wertschöpfungsstufen deutlich geringer. Auch hier ist natürlich wieder hervorzuheben, der Bereich Installation und Betriebnahme von Ladeinfrastruktur, also was ich vorhin schon erwähnt habe, der halt auch sehr stark beispielsweise durch das lokale Handwerk geprägt ist, bietet hier natürlich also schon heute als auch mittelfristig und langfristig sehr, sehr hohes Wertschöpfungs- und auch Beschäftigungspotenzial, das eben hier in Baden-Württemberg realisiert werden kann. Auf dieser Folie haben wir jetzt noch dargestellt, wie sich unterschiedliche Industrien in der Wertschöpfungskette für Ladeinfrastruktur positionieren. Mit einigen Spielern aus diesen Industrien haben wir auch gesprochen im Rahmen dieser Studie und Experteninterviews durchgeführt. Man kann grundsätzlich festhalten, dass es
immer weniger Spezialisten gibt, sondern viele Unternehmen sich halt eben versuchen oder versuchen, eine vertikale Integration sicherzustellen und auch in weitere Wertschöpfungsstufen in der Wertschöpfungskette mit reinzugehen. Also beispielsweise die Automobilindustrie hatte eben ihre Anfänge im Thema MSP-Dienstleistungen, um halt ihren Kunden eben ein Ladegebot oder ein Ladeangebot zu machen und sind dann beispielsweise über die Wertschöpfungsstufe Roaming in den Bereich oder gehen jetzt so langsam in den Bereich Stromverkauf rein, was sich beispielsweise auch an den Ankündigungen von VW gut ablesen lässt, die ja jetzt auch deutlich mehr Aktivitäten im Bereich bidirektionales Laden beispielsweise angekündigt. Die Energieversorger, klar, Kernkompetenz oder Hauptausgangspunkt war an der Stelle der Stromverkauf. Aber auch hier decken viele Spieler inzwischen die komplette Wertschöpfung mit ab, von Hardwareherstellung bis hin oder über Installation, auch Betrieb. Einige haben sogar ein eigenes Inhouse-Backend hin zu MSP-Dienstleistungen. Wird hier eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen abgedeckt. Und auch recht interessant ist beispielsweise der Bereich Software- und Tech-Unternehmen, die natürlich klar ihren Ausgangspunkt an der Stelle im Bereich IT-Backend haben, inzwischen aber auch über die Wertschöpfungsstufen Roaming und MSP-Dienstleistungen versuchen, ihr Produktportfolio dementsprechend zu erweitern. Mineralölkonzerne waren ursprünglich als reiner Standortbereitsteller im Markt aktiv, aber auch hier durch unterschiedliche M&A-Aktivitäten, beispielsweise Shell oder auch BP und auch beispielsweise Total, haben in den letzten Jahren durch gezielte Akquisitionen hier zahlreiche weitere Unternehmen gekauft, um halt eben sich auch hier vertikal zu integrieren und immer mehr Wertschöpfungsstufen in der Wertschöpfungskette abzubilden. Und zu guter Letzt auch hier wieder den Bezug zu Baden-Württemberg. Baudienstleister und auch das Elektrohandwerk sind natürlich sehr stark im Bereich Installations- und Inbetriebnahme der Ladeinfrastruktur angesiedelt und können auch weitere Inhalte, beispielsweise wenn es an den Betrieb oder die Wartung von Ladeinfrastruktur geht, abdecken. Gut, so viel zu dem Aufbau von dem Marktmodell und an der Stelle würde ich jetzt an den Kollegen Hermann Pischny abgeben, der jetzt auch konkrete Zahlen sowohl für Deutschland als auch für Baden-Württemberg vorstellt. Genau. Allen vorweg gesagt, ist es so, dass wir uns diesem ganzen Thema der Wertschöpfungs- oder des Wertschöpfungspotenzials hier genähert haben über drei Szenarien. Was wir Ihnen heute hier zeigen werden, ist letztendlich das mittlere Szenario, also das, was wir für am wahrscheinlichsten halten. Es sei noch erwähnt, dass es zum einen noch ein konservatives Szenario gibt, was die Studie aufzeigt, was davon ausgeht, dass hier vor allen Dingen der Wettbewerb durch weitere, ja, zum einen Hardware oder CPOs in Baden-Württemberg letztendlich die Wettbewerbsintensität weiter zunimmt. Und was auch davon ausgeht, dass hier Baden-Württemberg auch nicht nennenswerte Wertschöpfungsanteile im Bereich der Hardwareherstellung gewinnt. Das progressive Szenario geht eben dann demgegenüber davon aus, dass eben hier auch die CPOs, die wir heute hier schon sehen, eine sehr, sehr starke Stellung haben werden. Das heißt, die auch eben bevorzugt bei den Standortauswahlen dann hier ja, zum Zuge kommen und dass hier auch ein DC
oder ein DC-Hardware-Hersteller auch in Baden-Württemberg zum Beispiel noch angesiedelt werden kann. Wenn wir uns jetzt mal dieses Basisszenario anschauen, also dieses mittlere Szenario, dann sehen wir, dass wir hier davon ausgehen können, dass wir im Jahr 2020 hier ungefähr eine Wertschöpfung von 210 Millionen Euro in Baden-Württemberg hatten. Deutschlandweit gehen wir von 1,15 Milliarden Euro aus als Marktgröße. Und wir sehen, dass dieser Markt ja sehr bestimmt ist, gerade eben durch Umsätze im Bereich der Hardware. Klar, also wir bauen ja gerade eben erst die Ladeinfrastruktur auf. Jeder, der mal gerade eben auf Rastplätze, zum Beispiel auf Autobahnen abbiegt, sieht auch, was da gerade entsteht und was da zum Teil oder was auch schon fertiggestellt ist. Futuristische Ladeparks, ja, die wir da sehen können mittlerweile. Und es ist natürlich auch, wie gesagt, ein großer Anteil jetzt der Installation und Inbetriebnahme. Also das heißt, wir sehen bei Unternehmen, die die Ladeinfrastruktur ausbaut, da müssen aber Netze zum Beispiel ertüchtigt werden, genauso wie an der Autobahn. Und davon profitiert natürlich gerade eben das Handwerk und das ist gerade eben auch eben eine sehr große Position erstmal in den Investitionen. Das heißt, wenn wir eben heute reinschauen, dann sehen wir also im Prinzip, dass wir ja 75% der Umsatzerlöse eben durch erstmal das Thema Einmalposition, also Hardware, Installation, Inbetriebnahme letztendlich hier entsteht. Der Stromverkauf ist eben heute noch etwas geringer von der Position. Ja, ganz einfach deswegen, weil wir natürlich noch nicht genügend Fahrzeuge im Markt haben. Wir sehen aber jetzt, wenn wir weiter vorschauen jetzt, wie sich das Thema jetzt fundamental ändert. Ja, also das heißt, schon im Jahr 2025 sehen wir hier mit 40% einen deutlich größeren Anteil im Umsatz, eben der durch die Stromverkäufe entsprechend ausgelöst wird. Und wenn wir weiter schauen, dann sehen wir diesen Trend auch entsprechend weiter fortsetzen. Das heißt, im Jahr 2030 gehen wir davon aus, dass dieses Ladebusiness ja sehr stark eben durch das Thema Stromverkäufe dann getrieben ist. Über 50%. Obwohl wir natürlich, wie wir auch gelernt haben, und das sehen wir auch genauso, natürlich auch weiterhin Ladeinfrastruktur eben aufbauen werden. Aber wir sehen dann sozusagen in dem Case, wie gesagt, wie wichtig eben dann auf einmal das Thema Stromverkäufe eben wird. Und das ist auch die Begründung dafür, warum heute viele Unternehmen in das Thema Ladeinfrastruktur auch in dem Maße so investieren. Für Baden-Württemberg sieht man das auch sehr schön, sehen wir uns ungefähr dann 1,9 Milliarden Euro in unserer Studie. Wir sehen jetzt gleich nochmal auf dem nächsten Schaubild, wie sich jetzt dieses Wertschöpfungspotenzial, was wir hier ermittelt haben, für Baden-Württemberg und auch aus Baden-Württemberg heraus für die ganze Welt im Prinzip darstellt. Ja, also wir hatten es schon gesagt, heute gehen wir davon aus, eben sind es etwas über 200 Millionen Euro in Baden-Württemberg. Davon sind über 50% der Wertschöpfung auch durch Unternehmen in Baden-Württemberg erbracht worden. Wir haben hier zum Beispiel eben eine sehr, also wir haben hier in diesem Markt sehr stark lokal geprägte Komponenten, also eben das ganze Thema die Installation ist eben ein sehr, sehr großer Faktor, aber auch eben das ganze Thema Wartung von Ladeinfrastruktur, was eben eine extrem starke lokale Komponente hat. Während entgegen zum Beispiel das Thema Hardware natürlich Positionen zum Beispiel sind, ja, die aus Ländern natürlich auch oder in Ländern hergestellt werden, wo ich entsprechend günstigere Lohnkosten natürlich habe und wo natürlich auch sich zunehmend eben die großen Industrialisierer hier breit machen. Ja, und wir haben heute eben, wie gesagt, noch eben die schwach ausgeprägten Komponenten Strom und auch das ganze Thema das digitale Business sind eben erstmal Sachen, die heute noch sehr klein sind. Wenn wir jetzt mal schauen, was davon geht denn eigentlich dieser Wertschöpfung auch aus Baden-Württemberg heraus nach Deutschland, dann sehen wir ungefähr, dass wir sagen wir mal, einen Marktanteil von Baden-Württemberg in Gesamtdeutschland von ungefähr also ein Siebtel ungefähr sehen.
Und wir sehen, dass ja nach Europa und auch in die USA und nach China eben heute im Prinzip nur noch nur eine sehr, sehr kleine Wertschöpfung gebracht wird. Das bestätigt sich auch oder hat sich bestätigt in den Interviews, die wir hier geführt haben, auch mit den Playern eben aus Baden-Württemberg. Es gab hier einen sehr, sehr starken lokalen Fokus, den man hier erstmal gelegt hat, um eben jetzt in diesen Markt erstmal einzusteigen, Produkte entsprechend aufzubauen. Und es ist aber auch deutlich geworden in den Interviews, dass sich dieser Fokus jetzt ändern soll. Also zum einen eben ein viel stärkerer Fokus eben jetzt nach Deutschland liegt, eben um zum Beispiel ein Ladenetzwerk weiter auszubauen, bis hin aber auch eben nach Europa. Was wir weiterhin festgestellt haben in den Interviews ist, dass tatsächlich solche Exportleistungen zum Beispiel in die EU sind. Wenn man mal da schaut, ja, also dann sind das in der Regel von Strukturen, die hier exportiert werden können. Ansonsten, wie gesagt, ist es schwierig, weil sie natürlich auch auf dem US-amerikanischen Markt in dem Bereich Ladeinfrastruktur schon eine sehr, sehr starke lokalen Wettbewerb auch durch große Player, die dort angesiedelt sind, wie zum Beispiel Unternehmen wie ChargePoint und so weiter, die eben dort halt auch diese Märkte kontrollieren. Und die Situation in China ist, denke ich, Ihnen allen bekannt, dass hier China seinen eigenen Weg geht und die letztendlich diese Märkte absolut kontrolliert und hier dann natürlich die lokalen Player zum Zuge kommen. Wenn wir uns dieses Bild der Wertschöpfung jetzt mal anschauen für dies in 10 Jahren, dann sehen wir, dass eben dieser Markt ja ungefähr einen Umfang in Baden-Württemberg haben wird von ja 1,9 Milliarden Euro und dass man hier zudem ja nennenswerte Anteile an der Gesamtwertschöpfung Deutschland beitragen könnte. Es hängt, wie gesagt, sehr stark davon ab, dass man eben hier eine starke MSP-Position zum Beispiel bekommt, also letztendlich auch jemand, der in der Lage ist, also der Standorte hat, aber auch Strom verkauft. Und das ist in Europa natürlich genau das Gleiche. Also das heißt, wir müssen aus Baden-Württemberg heraus im Prinzip bestrebt sein, auch ein entsprechendes Ladenetzwerk, ein europäisch-perisches Ladenetzwerk aufzubauen. Genau, dann können wir, denke ich, noch weitergehen. Genau, wir haben das ganze Thema jetzt nochmal natürlich weiter übersetzt. Es bestand ja vor allen Dingen auch sozusagen aus der Politik heraus, besteht ja immer wieder auch das Interesse zu verstehen, welche Beschäftigung ich denn mit so einem neuen Markt eigentlich mal erwarten kann, wenn ich diesen dann auch entsprechend unterstütze. Und wir haben diese Beschäftigung eben zum einen ausgerechnet, also wir haben branchenübliche Faktoren hergezogen zum Thema Umsatz pro Mitarbeiter. Und wir haben aber auch eben aus den Interviews die Unternehmen hier nochmal gefragt, welche Wachstumsziele sie haben und auch welchen personellen Aufbau sie hier in den nächsten Jahren eben planen für ihre Produkte rund um das Thema Ladeinfrastruktur. Wir gehen davon aus, dass wir heute in Baden-Württemberg ungefähr 1500 Leute haben, die hier im direkten Zusammenhang mit dem ganzen, mit dem Thema Ladeinfrastruktur hier beschäftigt sind. Und je nach der aufgeführten, je nach Szenario, die ich kurz vorhin erwähnt habe, ergibt sich dann auch ein entsprechend differenziertes Bild. Wir sehen, dass das Bild, wie gesagt, auch noch mit sehr, sehr großer Unsicherheit behaftet ist und jetzt eben auch sehr stark von den Entscheidungen der nächsten, ich sage mal, 1 bis 3 Jahre abhängen wird. Also wie gesagt, das Thema, schaffen wir es doch noch einen Hardwarehersteller im Bereich DC zum Beispiel hier anzusiedeln in Baden-Württemberg? Schaffen wir es, ein Unternehmen natürlich in eine sehr, sehr starke CPO-Position über die Landesgrenzen, also in Europa, letztendlich bekommt? Davon wird vieles abhängen, aber auch
schaffen wir es jetzt natürlich auch, die digitalen Produkte entsprechend hier zu etablieren. Da gibt es zum Beispiel ja gerade eben ein schönes Beispiel von Air, die es ja jetzt geschafft haben, ja, cloud-basiertes Chargepoint-Management-System zu etablieren. Ich ganz klar zum Beispiel an die ERP-Systeme zu schaffen. Und je nachdem, wie sich das gestalten wird, wir hier 2030 in dem Marktinfrastruktur im schlechtesten knapp 5.000 Leute haben, aus unserer Sicht im besten Fall über 10.000 Menschen dann in Baden-Württemberg, die in dem Markt für Ladeinfrastruktur hier beschäftigt sind. Und wie gesagt, wir reden hier von direkten Beschäftigten, die wir hier ermittelt haben. Wir haben also keine Untersuchung. Und die größten sehen hier im Bereich der Hardwareherstellung oder in der Komponentenladehardware den sehr steigenden Anteil Stromverkauf. Das regionale Handwerk wird sehr stark weiterhin profitieren. Gehen eben auch viele Stellen Automobil, aber eben auch bei Softwareunternehmen zum Beispiel, die sich dann eben mit dem Thema hier oder die entsprechende Produkte und Schnittstellen hier anbieten. Gut, Nico, ich denke, wir können weitergehen. Genau, richtig. Wir haben uns zum Ende auch noch mit den Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des Wirtschaftsstandortes Baden-Württemberg im Bereich Ladeinfrastruktur auseinandergesetzt. Auch hier an der Stelle sind sehr viele Rückmeldungen eingeflossen aus den Experteninterviews als auch der Umfrage, die wir im Cluster Elektromobilität platziert haben. Und als Stärken für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg werden hauptsächlich quasi die etablierten OEM- und Zulieferketten genannt, sowie die hochwertige Forschungslandschaft mit zahlreichen Universitäten. Des Weiteren, was denke ich, der durchaus oder absolut als Stärke hervorzuheben ist, ist, dass man schon sehr, sehr früh erste Aktivitäten im Markt für Ladeinfrastruktur auch von politischer Seite initiiert hat, beispielsweise mit den Leuchtturmprojekten, wo ja auch Baden-Württemberg mit eines der ersten Bundesländer war, die hier erste Initiativen für Ladeinfrastruktur geschaffen hat. Zum Thema Schwächen wurde hauptsächlich genannt, dass es ja relativ wenige Spezialisten für Ladeinfrastruktur gibt. Allen voran, wenn man den Standort Baden-Württemberg beispielsweise mal mit Bayern vergleicht, wo ja doch einige Softwareanbieter sitzen, die auf Ladeinfrastruktur spezialisiert sind. Oder beispielsweise mit dem Sauerland, wo mehrere renommierte Hardwarehersteller sitzen, wurde es hier ja als Schwäche aufgeführt, ja, dass es sehr wenige Spezialisten gibt. Und genau das ist auch das Thema von den nächsten zwei Punkten, was ja auch der Herr Pischny eben schon erwähnt hat, dass allen voran, was das Thema Hard- und Softwareanbieter angeht, dass wir hier in Baden-Württemberg noch einen sehr geringen Anteil an führenden Spielern haben und allen voran noch keinen renommierten DC-Ladehardware-Hersteller für das Land Baden-Württemberg gewinnen können. Es gibt aber natürlich auch viele Chancen. Also wir sind ja immer noch in einem sehr dynamischen Marktumfeld. Es gibt einen hohen Konsolidierungsdruck und Kapitalbedarf, was natürlich unter anderem für viele Unternehmen, die jetzt noch nicht so viele Aktivitäten in dem Bereich haben, die Möglichkeit schafft, eben durch gezielte Akquisitionen hier auch in den Markt noch hereinzukommen. Und natürlich wird auch von politischer Seite die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure, beispielsweise durch die Leuchtturmprojekte, aktiv gefördert.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch zahlreiche Risiken. Ich glaube, allen voran ist hier das Thema Wirtschaftlichkeit der Geschäftsmodelle zu nennen. Also viele, der Herr Pischny hat es eben auch schon eingangs erwähnt, viele Geschäftsmodelle, insbesondere als Hardwarehersteller oder auch als Betreiber von Ladeinfrastruktur, sehen natürlich einen hohen Invest vor. Also sprich, man muss mit viel Kapital in den Markt reingehen und wird maßgebliche Umsatzerlöse dann wahrscheinlich auch erst in mittelfristigen Zeitrahmen generieren. Und es gibt natürlich nach wie vor einen sehr, sehr hohen Wettbewerb im Markt. Und was ebenfalls genannt wurde von vielen Unternehmen, sind einfach fehlende Standards, anhand von denen dann Produkte, sei es hart- oder softwaretechnisch, etabliert werden können. Und zu guter Letzt haben wir noch die Ladeinfrastruktur in ein Ökosystem-Schaubild eingebunden. Und auch hier kann man eben sehr schön sehen, dass die Ladeinfrastruktur im Endeffekt, was das direkte Wertschöpfungs- und auch Beschäftigungspotenzial, jetzt vielleicht nicht der größte Wirtschaftszweig ist in Baden-Württemberg, also auch im Vergleich zu anderen Industrien, die gezeigten Beschäftigten, die wir jetzt hier ermittelt haben, sind in der absoluten Anzahl eher gering. Aber natürlich ist die Ladeinfrastruktur Bindeglied an der Stelle für sektorenübergreifende Geschäftsmodelle, die Stand heute noch gar nicht am Markt etabliert sind, und nimmt dementsprechend im gesamten Ökosystem eben eine fundamental wichtige Rolle ein. Also allen voran das Thema IT-Backend. Auch hier hatten wir ja gesehen, sind die direkten Wertschöpfungspotenziale eher gering. Aber was die Themen Smart Home oder Vernetzung oder auch Digitalisierung angeht, ist natürlich das Backend die zentrale Schnittstelle, um hier unterschiedliche Sektoren zu vernetzen. Und auch im größeren Sinne und Kontext der Energiewende spielt natürlich die Ladeinfrastruktur eine zentrale Rolle, wenn man auch hier wieder an das Thema dezentrale Energiespeicherung denkt oder dann auch potenziell weiter an solche Themen wie Aktivitäten im Strom- und Energiemarkt, Regelenergiebereitstellung. Auch hierfür ist natürlich die Ladeinfrastruktur dann zentrales Bindeglied und auch elementarer Bestandteil im großen Transformationsprozess hin zur Energiewende. Genau, das war an der Stelle die Präsentation, die wir vorbereitet haben, die Vorstellung der Studie mit den zentralen Erkenntnissen. Und wir freuen uns an der Stelle jetzt auf Rückfragen und die Diskussion, die kommt. Ja, an der Stelle erstmal vielen Dank. Einige haben im Chat geschrieben, zwischendurch war die Tonqualität mal nicht so optimal, aber wir hoffen, dass Sie trotzdem die wesentlichen Dinge mitbekommen haben. Wir haben ja zwei eher Kommentare bisher im Chat. Das eine ist eben tatsächlich eher Hinweis, Förderung, ein brauchbares Programm für Flottenladen. Nico, das war ja auch ein Punkt, den wir ja mal diskutiert hatten. In der Studie findet sich der Gedanke, glaube ich, sogar irgendwo. Dann haben wir noch ein Kommentar, Schaubild Klimaschutz bei dem letzten, dass das ja schon Hauptantrieb der Industrie ist. Haben wir jetzt nicht als einzelnen Punkt aufgeführt, aber aus meiner Sicht würde der wahrscheinlich schon bei einigen Punkten Ja, auch mitschwingen. absolut. Also auch im Sinne von
Klimaschutz tut sich ja einiges, als jetzt Stichwort THG, Emissionshandel, was ja dann auch die Mineralölkonzerne dazu verpflichtet, jetzt Zertifikate zu kaufen. Und auch hier ist natürlich die Ladeinfrastruktur Bestandteil von unterschiedlichen Geschäftsmodellen, beispielsweise für Betreiber von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Bereich. Dann fragen wir nochmal in die Runde, gibt es denn sonstige Fragen? Benutzen Sie, wie gesagt, tatsächlich gerne die Chat-Funktion, wie jetzt gerade geschehen. Können Sie bitte nochmal die erwarteten Zahl an Elektrofahrzeugen, je AC- bzw. DC-Ladepunkt für 2030 wiederholen? Das habe ich allerdings hier. Ich teile meinen Bildschirm noch, oder? Ja. Ja. Jetzt ist es aber weg. Ja. Und jetzt teile ich ihn wieder. Jetzt. Sehr gut. Sorry, jetzt habe ich gerade ein kleines Problem mit der Technik. Jetzt müsste es passen. Also die Frage war die Anzahl der erwarteten Ladepunkte nach AC und DC ja. Ladetechnologie. Also an der Stelle die genauen Zahlen und die genauen Quoten haben wir in der Präsentation leider nicht dabei. Sie sind aber in der Studie auf jeden Fall mit veröffentlicht, auch unterteilt in die Märkte Europa, Nordamerika und China, da wir hier auch maßgebliche Differenzen sehen, beispielsweise was die Verfügbarkeit von Heimladestationen oder auch von Flottenladestationen angeht. Für Europa starten wir im Jahr 2020 beispielsweise im Heimladebereich mit einer Quote von, ich meine, 0,75 oder von 0,8, sprich also, auf ein Elektrofahrzeug kommen rechnerisch 0,8 Heimladepunkte und diese Quote wird sich bis zum Jahr 2030 aus unserer Sicht deutlich reduzieren. Ich meine, wir rechnen bis dahin mit einer Quote von 0,5. Hat den Grund, dass Stand heute natürlich noch sehr viele Käufer von Elektrofahrzeugen auch eine private Parkmöglichkeit besitzen und entsprechend auch zu Hause laden können. Wenn man jetzt weit in die Zukunft denkt, bis hin zu 2030, wird es auch vermehrt Käuferschichten geben, die jetzt keinen direkten Zugang zu privater Ladeinfrastruktur haben. Und auch beispielsweise wird es Haushalte geben, die mehrere Fahrzeuge haben, aber trotzdem nur eine Wallbox. Aus diesem Grund verändert sich hier aus unserer Sicht die Quote. Und genauere Zahlen sind an der Stelle in der Studie nachzulesen. Ja, danke schön. Dann haben wir noch eine weitere Frage zum Thema Wertschöpfungsstufe Installation. Da hatten wir ja auch viel diskutiert. Die Frage ist, ob zu erwarten ist, dass der Installationsservice eher durch lokale Elektrobetriebe durchgeführt wird oder dass doch eher spezialisierte überregionale Dienstleister geben wird, insbesondere bei der privaten Ladeinfrastruktur? Also insbesondere bei der privaten Ladeinfrastruktur gehen wir sehr, sehr stark davon aus, dass Installationsdienstleistungen von lokalen Anbietern abgedeckt werden, sprich lokalen Handwerkern, Handwerksverbänden, die hier ganz gezielt in diesen Use Case mit reingehen werden. Ich glaube, allen voran dann im öffentlichen Bereich, wenn man so an DC- und HPC-Ladeinfrastruktur denkt, gibt es sicher auch überregionale Unternehmen, die solche Dienstleistungen anbieten werden. Also allen voran für die Betreiber, die dann auch Deutschland bzw. europaweit unterwegs sind, aber auch wiederum diese überregionalen Dienstleister sind dann wieder im lokalen Handwerk organisiert. Dementsprechend ist das an der Stelle wirklich ein Wertschöpfungsschritt,
der sehr, sehr stark durch das lokale Handwerk geprägt ist und auch zum Teil dann von ja, externen Wettbewerb geschützt ist. Da muss man noch ergänzend sagen, ja, also es ist immer notwendig, dass der Installateur erstmal vor Ort kommt und sich die Situation vor Ort anschaut. Das ist tatsächlich auch, ich sage mal, der Einstieg in diese Wertschöpfungskette der Ladeinfrastruktur extrem wichtig. Keine Situation vor Ort ist wie die andere, ja, und Sie müssen sozusagen immer diese Lösung, die Sie da aufbauen, immer an die lokale Gegebenheit, sei es das Thema Netzanschluss, aber das Thema auch Parksituation, das Thema Anbringungsmöglichkeiten. Ja, entscheiden Sie sich zum Schluss für Wallboxen oder für Ladesäulen und dergleichen. Ja, das ist immer eine Situation, die immer erst geprüft werden kann und das geht eben nur, indem dann qualifizierter Installateur vor Ort entsprechend sich das anschaut. Und deswegen ganz klar ist ein lokaler Markt, wo auch, wie gesagt, auch sehr oft ja, gerade auch Elektroinstallateure eingebunden sind, die eh schon sozusagen die Installationen in den Häusern gemacht haben, die man also kennt. Also genauso bei den Unternehmen, die haben ihre Installateure an der Hand und die werden dafür verwendet. Und darin liegt ja durchaus eine Chance. Das war ja so die Genau, so Hauptüberschrift. ist das. Wir haben eine weitere Frage, die sich eher in Richtung Netzausbau, Netzstruktur geht, die im Endeffekt die Frage stellt, wie dieser Hochlauf denn funktionieren soll, flächendeckend. Wenn man sich das Netz in der jetzigen Struktur anguckt und da oft letztlich dem Kunden vom Netzbetreiber auferlegt wird, die Kosten für den Ausbau. Ja, also das Thema Netzausbau ist eine sehr, sehr große Herausforderung bei dem ganzen Thema. Jetzt muss man natürlich, ich sage mal so, die Kirche ein Stück weit im Dorf auch lassen. Ja, wir haben uns natürlich auch mal angeschaut, was heißt denn das jetzt eigentlich für den Strombedarf überhaupt? Ja, und die Anzahl an Elektrofahrzeugen, die wir sehen in Deutschland für 2030, heißt, dass ungefähr der Strombedarf um 4% zunehmen wird. Pi mal Daumen, ja. So, das heißt also, das ist jetzt mal nicht die Riesenmenge. Wir werden aber an bestimmten Stellen natürlich Peaks entsprechend auslösen. Das ist ganz klar. Also das heißt, wenn alle abends 18 Uhr nach Hause kommen, ja, dann heißt das natürlich da auch entsprechend ja, für diese Wohngegenden und so weiter eben eine sehr, sehr starke Belastung. Zum Beispiel für die Stromnetze genauso. Wenn wir Busdepots, wenn wir mal an Busdepots denken, ja, und dergleichen, da müssen natürlich Lösungen geschaffen werden. Und das eine, was man ganz klar sagen muss, ist klar, also es braucht Investitionen natürlich in unser Stromnetz, ja, und das sind Investitionen, die letztendlich bei den Netzbetreibern liegen. Und das wird auch, wie gesagt, klar, auch eine Zeit lang dauern, dass man sowas aufbaut. Ja, es ist aber auch, wir haben natürlich verschiedene andere Lösungen. Das Thema Pufferspeicher ist eine solche eine Lösung, was tatsächlich auch schon, ja, also erste Unternehmen, wo wir solche Peaks haben, auch aufbauen, und zwar auch aus wirtschaftlichen Gründen, damit sozusagen, ja, sie an dem Netzanschluss entsprechend weniger tüchtigen müssen, den Leistungspreis entsprechend auch senken können. Wir reden viel über das Thema Lastmanagement mittlerweile. Das heißt, tatsächlich durch also auch eine Intelligenz nicht nur sozusagen zu ermöglichen, also nicht nur sozusagen den Netzanschlusspunkt sozusagen nicht zu überlasten, sondern auch zeitgesteuertes Laden. Das heißt also, Situationen im Netz dann auch auszunutzen. Zum einen, wo wir Überkapazitäten haben, dann den Fahrzeugen oder der Ladeinfrastruktur zu sagen, jetzt wollen wir laden, ja. Zum Zweiten ist eben besonders auch, dass wir das Thema zum Beispiel Nachtladen ausnutzen, ja. Also da, wenn sonst eben wenig Verbraucher am Netz hängen und die meisten Fahrzeuge sowieso parken,
Das heißt, wir brauchen natürlich, wie gesagt, da intelligente Steuerungsinstrumente noch außenrum, damit eben ja uns, damit wir sozusagen auch nicht an allen Stellen das Netz eben zu immensen Kosten ausbauen müssen. Ist insofern auch tatsächlich ein ständiger Punkt. Wir haben ja bei der Studie durchaus auch mal ein Gespräch geführt, wo dann auch die Kollegen des Umweltministeriums, das ja in das baden-württembergische Energieministerium ist, mit dabei waren. Von daher ist das tatsächlich schon ein Punkt, der sehr wichtig ist und der sehr herausfordernd wird, aber gibt auch eine ganze Menge Aktivitäten zu dem Thema. Wir haben eine weitere Frage aus der Perspektive eines Zulieferers zum Thema Standardisierung, was ja in der SWOT-Analyse eher auch unter dem Punkt Schwäche auftaucht, im Sinne fehlende Standards. Insofern wäre da die Bitte noch ein bisschen auf schon laufende Aktivitäten oder auch im Endeffekt im Sinne Agenda-Setting, was müsste denn getan werden im Bereich Standardisierung, was natürlich für die Zulieferer immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Also ich glaube an der Stelle, also ist natürlich grundsätzlich festzuhalten, dass Standards natürlich die Basis sind, dass eben auch Zulieferer Produkte und Komponenten entwickeln können. Also ich nehme da immer ganz gern das Beispiel vom induktiven Laden, also Laden über Induktion mit zwei elektromagnetischen Platten. Und auch hier ist es ja so, dass jetzt inzwischen nach sehr, sehr langer Zeit erste Standards verabschiedet wurden. Und auf Basis von diesen Standards jetzt dann eben die beteiligten Spieler ihre Produkte entwickeln können. Und es dauert dann halt von Stand oder Verabschiedung des Standards bis zur Markteinführung neuer Produkte halt auch nochmal ein paar Jahre. Und auch hier sehen wir im Bereich Ladeinfrastruktur, dass halt grundsätzlich ein sehr hoher Bedarf oder Wunsch nach Standardisierung geäußert wird, auch von den beteiligten Unternehmen. Wenn man jetzt beispielsweise auch die Backend-Kommunikation, die ja derzeit überwiegend im Markt über OCPP abgebildet wird, aber auch OCPP an der Stelle kein Standard ist, sondern eher eine Lösung, die sich am Markt entwickelt hat. Und ich glaube, insbesondere, wenn man dann halt auch in die mittelfristige Zukunft schaut, wenn man an so Themen wie Energierückspeisung, bidirektionales Laden geht, ist Standardisierung natürlich eine elementare Grundvoraussetzung, um hier Produkte am Markt zu etablieren. Jetzt haben wir noch, also zwei Fragen sehe ich noch. Das eine ist tatsächlich eher eine methodische Frage, wie die genannten limitierenden Faktoren, ob die bereits in die Abschätzung der Umsatzpotenziale eingeflossen sind. Wolfgang, sorry, ich war gerade abgelenkt durch die andere Frage. Die Frage ist, inwiefern diese genannten limitierenden Faktoren, inwiefern ihr die in die Abschätzung der Umsatzpotenziale mit einfließen habt lassen. Die War nicht sicher. limitierenden Faktoren Ich aus der genau. SWOT-Analyse. Hallo, vielleicht darf ich Ist es? da einen erklärenden Text zugeben. Ja, Genau. sehr gerne. So, Bitte. Jens Burkhardt von ING Bank, hallo. Ja, ich glaube, ganz einfaches Beispiel wäre, wenn Sie jetzt die Standortbereitstellung sich anschauen beim Thema HPC-Laden, aber es gibt nur eine diskrete Anzahl von Standorten. Inwieweit ist es berücksichtigt worden in der Umsatzpotenzialberechnung? Also das sind genau solche Themen haben wir mit drin. Also sagen Raststationen haben Sie überhaupt verfügbar, Autohöfe, Einschätzung auch treffen, wie viel da noch dazukommen kann. Aber also solche limitierenden Faktoren, die sind da mit reingegangen.
Wir führen auch immer noch mal sozusagen die Probe auf Exempel durch. Deswegen haben wir diese TCO-Bewertung auch immer gezeigt. Das heißt, wir rechnen dann auch immer noch mal zurück. Wir gucken uns also an, wie viele Ladevorgänge brauchen Sie denn eigentlich oder müssen Sie an der Ladeinfrastruktur in dem jeweiligen Use Case eigentlich haben, damit Sie da einen langfristig nachhaltigen Business Case hinbekommen. Also das heißt, das haben wir mit berücksichtigt. Ja, Dankeschön. Dann sehe ich hier noch das Thema Standorte mit schwacher Stromanbindung, Eigenstromerzeugung. Aber die Hauptfrage ist, wie Standorte mit noch schwacher Nachfrage installiert werden können. Ja, also da gibt's vielleicht, Nico, kann ich da anfangen? Du kannst dann gerne ergänzen. Also das, was ich da wahrnehme, also das Ding ist natürlich, also der Punkt ist tatsächlich, wir haben es ja auch gerade eben erstmal auch, wir sind ja in einer Zeit, wo, das muss man so ehrlich sagen, Standortsicherung geben wird, ja. Das heißt also, hier wird ganz bewusst ja auch von den Playern eben heute in Standorte auch gegangen, wo natürlich heute die Nachfrage noch gar nicht da ist, wo man aber zukünftig natürlich davon ausgeht, dass das sich ändern wird. Ja, also nehmen wir mal das ganze Thema auch vielleicht Ausflugsziele, das hat man auch in dieser Studie hier diskutiert und so weiter. Das ist natürlich heute alles noch, das ist natürlich heute noch schwierig. Was kann man tun? Was wir sehen ist, was durchaus Sinn macht, ist erstmal einen Teil der Ladeinfrastruktur aufzubauen. Das heißt also, sich schon mal zu überlegen, Abschätzung zu haben, wie sieht denn eigentlich ein Endszenario aus für diesen Standort, aber eben genau dann jetzt eben da noch nicht reinzugehen, sondern nur vielleicht die Ertüchtigung des Netzanschlusses im ersten Schritt mal zu leisten und vielleicht eben nur zwei oder drei Standort oder Ladestationen aufzubauen. Und den Rest dann erstmal entsprechend vorzubereiten, aber noch eben blind zu schalten. Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Punkt, was einem auch dann als Anbieter, als CPO eine entsprechende Flexibilität gibt, zu schauen dann, wie sieht die Frequentierung aus, wie läuft es hoch. Und dann kann ich eben bei den entsprechend guten Zahlen und Frequentierung dann natürlich weiter zubauen. Das ist, denke ich, sicherlich eine Möglichkeit. Das zweite Thema ist, wenn wir also wie gesagt generell das ganze Thema auch mit den Netzanschlusssituationen wiedersehen, ist eben wie gesagt das ganze Thema Pufferspeicherung sicherlich eine Möglichkeit, auch mit vielleicht gebrauchten Automotive-Batterien. Das müssen ja nicht immer neue sein, da kriegt man mit Second Life, mit sogenannten Second Life-Batterien auch tatsächlich bessere Business Cases auch hin. Ja, Nico, hast du gerne noch Ergänzungen dazu? Ja, ich hätte noch eine wesentliche Ergänzung, insbesondere halt eben für den Case HPC-Laden ist ja jetzt das Deutschlandnetz ausgeschrieben, wo ja dann auch weniger frequentierte Standorte mit drin sind und ja dann auch der Bund bzw. die NOW einen Großteil der Investitionen übernimmt. Also auch dadurch werden ja dann auch die Standorte erschlossen, wo sich ein freier Marktwettbewerber jetzt vielleicht nicht unbedingt hintrauen. Ja, dann hätten wir hier noch eine Frage zum Thema Nutzfahrzeuge, inwiefern das speziell berücksichtigt ist. Also Fokus von der Studie liegt ganz klar auf Pkw. Leichte Nutzfahrzeuge sind ebenfalls mit abgebildet, schwere Nutzfahrzeuge allerdings nicht. Also bis 3,5 Tonnen, glaube ich, ist genau. Die Grenze hier. Ne? Genau. Die wir ganz klar hier in unserer Studie haben. Genau, das andere Thema, also die sozusagen mittleren und schweren Nutzfahrzeuge sind nicht mit abgebildet in der Studie. Aber auch da, wie gesagt, sehen wir natürlich eine entsprechende Elektrifizierungstendenz. Zulassungszahlen anschauen, sehen wir, dass
mittlerweile jeder vierte Bus einen alternativen Antrieb hat. Und wir sehen es dann, ich sage mal, eher in den, zum einen in den kleinen Segmenten, das sind also diese Transporter und Kästenwegen, die gerade eben auch, wo wir auch sehen, dass die Hersteller jetzt auch entsprechend ihre Produktpaletten hier erweitern. Und was wir auch ganz klar in den auch in den Entwicklungsbereichen der OEMs sehen, sind jetzt eben das Segment der schweren Nutzfahrzeuge, die da jetzt gerade im Visier sind und wo wir vor allen Dingen in den nächsten 2, 3 Jahren oder für die nächsten 2 bis 3 Jahre hier auch die Produkte oder erste Produkte mit schweren Batterien mit 600 Kilowattstunden und mehr angekündigt sind. Und wir reden ja mittlerweile auch schon über das Thema Schnellladenetzwerk für das Thema Nutzfahrzeuge, auch an Rasthöfen. Das ist dann natürlich auch notwendig, damit man natürlich diesen Use Case dann entsprechend überhaupt möglich macht. Und auch hier noch eine Ergänzung, Hermann, ist ja das Thema Megawatt-Charging jetzt gerade in der Standardisierung und natürlich wäre auch hier für die beteiligten Player wünschenswert, wenn dieser Standard möglichst schnell verabschiedet wird. Ich weiß, das ist ja nicht von heute auf morgen verabschiedet, so ein Standard, aber ja, umso früher, umso eher können sich dann natürlich die Unternehmen auf die jeweilige Technologie einstellen. Und soweit ich mich erinnere, hatten wir das, glaube ich, auch in der Ausschreibung so ein bisschen vorgegeben, was wir da betrachten. Aber gerade das Thema LKWs, Busse und so weiter, es sind gerade so viele Aktivitäten unterwegs. Da würde ich jetzt mal auch aus Sicht der E-Mobil sagen, das werden wir sicherlich weiter verfolgen und dann an geeigneter Stelle sicherlich auch aufgreifen in Form von einer Studie. Wolfgang, eine Frage habe ich noch mal persönlich bekommen. Aber sehr gut, dann schieß los. Ja, relativ zu Beginn der Präsentation ist die Frage noch mal gefallen. Es geht um den Hochlauf der Ladeinfrastruktur und die Hindernisse beim Ausbau. Nach meinem Wissen ist doch das größte Hindernis beim Ausbau, öffentlich wie privat, die Genehmigung. Es ist doch weniger ein technisches Problem. Nico, wie würdest du das sehen? Ich hoffe, du bist noch da. Die Verbindung scheint schwierig zu sein. Okay. Hindernisse beim Ausbau, öffentlich wie privat. Was würdest du sagen, Nico? Hermann, bist du da? Jetzt haben wir nicht, ja. Ich bin da. Okay. Ja, also ich würde, wie gesagt, das Thema jetzt alleine zu sagen, ich auf die Genehmigung das zu schieben, sehe ich zu einseitig. Das muss man ganz klar sagen. Ich sage jetzt mal, wenn man zum Beispiel in die Stadt Stuttgart mal runterschaut, ja, mit dem tollen Schnellladepark der EnBW, den wir da jetzt haben, ich glaube, da machen heute Städte auch schon vieles möglich, ja, und wir hatten ja über dieses ganze Thema der CO2-Ziele gesprochen. Städte haben da ja, sagen wir mal, zum einen einen großen Hebel, aber sie müssen in der nächsten Zeit auch vieles dieser CO2-Einsparung, das Thema Verkehrssektor angeht, auch entsprechend ja ermöglichen. Und ja, also deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass das dem Thema da Genehmigungen hängt, ja. Ich habe selber den Fall, ja, wir warten jetzt auch schon länger auf eine Rückmeldung, was das ganze Thema Hausanschlussleistung und so weiter angeht. Also von daher tatsächlich doch schon auch längere Prozesse, auf die man sich da einstellen muss. Das ist also jetzt kein Thema, so ein Ladepark oder Ladeinfrastruktur aufbauen, wo ich sage, das ist jetzt in einem Monat fertig, darauf muss ich mich einfach einstellen. Aber wie gesagt, ich denke, das ist sehr, sehr fallbezogen, ja. Und deswegen, wie gesagt, ist mir das mit den Genehmigungen da etwas zu einseitig. Okay, danke sehr. Dann frage ich mal in Richtung meiner Kollegen. Ich meine, ich hätte aus dem Chat alles erwischt oder habt ihr noch
Was wir noch nicht beantwortet haben. Vielleicht noch aus, was wir mal in früheren Gesprächen mal hatten. Wir hatten mal dieses Thema Wertschöpfungspotenzial und Wertschöpfung. Interessant ist da nochmal, was ist da der entscheidende Punkt und worauf es kommt es denn an, sozusagen, ja. Also war auch nochmal in unsere Richtung, ja, gefragt. Genau, also ja. Das haben wir nochmal diskutiert. Also wir haben das Thema, wie gesagt, erstmal ist das Wertschöpfungspotenzial bei uns mal gleichgesetzt mit dem mit einem Umsatz, einem möglichen Umsatz. Und Potenzial heißt natürlich klar, das ist eine Zukunftsbetrachtung, die wir hier durchführen. Und wir haben es ja auch immer wieder betont, wir reden ja hier über einen Markt, der erst im Aufbau ist, ja, und der an verschiedensten Punkten auch noch mit einer sehr, sehr großen Unsicherheit halt behaftet ist. Deswegen, wie gesagt, ist das, denke ich, wichtig, auch sozusagen herauszustellen, dass dieser Markt natürlich viele Möglichkeiten auch bietet, ja, eben viele Möglichkeiten auch für Unternehmen in Baden-Württemberg, aber eben auch für andere Player, die im Markt sind. Und deswegen haben wir das, wie gesagt, Wertschöpfungspotenzial genannt. Danke. Das war fast schon ein gutes Schlusswort. Ja. Herr Lessner-Kraus musste leider infolge eines Anschlusstermins schon etwas früher raus. Ich würde jetzt aber dann doch die Gelegenheit noch ergreifen, an die beiden Kollegen des Wirtschaftsministeriums, die noch im Call sind, ob es von Seiten des Ministeriums noch eine Schlussbemerkung gibt. Also ich kann mir da ganz kurz zu Wort melden. Und Herr Mayer, hallo. Genau, also von meiner Seite nur nochmal vielen Dank an die E-Mobil und an P3, also das gesamte Team hier, die wirklich hier sehr, sehr viel erarbeitet haben, wie ich finde, eine sehr, sehr umfangreiche, gute Basis hier geschaffen haben. Darauf aufbauen, jetzt weiter zu überlegen, wie wir die Schwächen oder die Potenziale, wie man es auch immer nimmt, die aufgezeigt wurden, jetzt heben können. Also die Potenziale heben, die Schwächen wollen wir nicht heben. Klaus, vielleicht willst du noch abschließend was dazu sagen. Sie sind gemutet, Herr Mayer. Sorry, bin ich. Ja, jetzt passt. Jetzt. Für uns ist es immer eine sehr, sehr vorteilhafte Sache, wenn wir eine gute Datenbasis haben, um unsere Aktionen festzulegen, um unsere politische Strategie festzulegen. Und da ist es ein hervorragendes Basismaterial, auf das wir sehr, sehr gerne zugreifen. Daher werden wir schauen, in Abstimmung mit den anderen beteiligten Ressorts, dass wir einfach dann schlagkräftige Ausrichtung für das Land aufbauen und möglichst viele Beschäftigte tatsächlich dann schaffen werden im Land, die direkt vor Ort das herstellen und das installieren, das wir hier brauchen. Und, so viel ist sicher. Es ist ein großer Job, der zu tun ist, dass wir möglichst schnell die Elektromobilität hochfahren. In diesem Sinn vielen Dank. Super, das würde ich sagen, ich habe jetzt auch keine neuen Fragen mehr im Chat gesehen, dann können wir durchaus 15 Minuten früher Feierabend machen, das haben wir uns durchaus verdient. Ich glaube, Fakten haben wir jetzt genügend diskutiert, es war nochmal eine spannende Diskussion im Anschluss an die Präsentation. Ich bedanke mich nochmal bei unseren beiden Autoren ganz herzlich, nicht nur für die Präsentation und die Diskussion heute, sondern einfach für diese spannende Studie, die wie immer bei uns bei der E-Mobil nicht Schlusspunkt eines Prozesses ist, sondern eigentlich erst Anfangspunkt eines weiteren Arbeitsprozesses. Also von daher nochmal Nico Herrmann, vielen Dank und ja, allen anderen vielen Dank. Ja, wir bedanken uns auch recht herzlich. Ja. Und nochmal vielen Dank in die Runde.
Hat uns sehr viel Spaß gemacht, diese Studie hier zu machen. Und wie gesagt, auch mit sozusagen als Beratung, die ja in Stuttgart sitzt, ja, war uns das natürlich auch ein ganz besonderes Anliegen und hat uns wirklich sehr gefreut, dass wir das Thema begleiten durften. Ja, danke schön. Wir hatten auch bis zum Ende fast, also wir hatten teilweise über 80 Teilnehmer, jetzt sind es noch um die 50. Also von daher, das Interesse ist groß, die Arbeit geht uns auch nicht aus. Das ist doch eigentlich eine ganz gute Nachricht. Und ja, insofern herzlichen Dank. Das war es von unserer Seite aus und schönen Abend und bis bald. Besten Dank auch meinerseits. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Schönen Abend. Tschüss.